Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr da eingeschaltet habt. Ich bin Sibamela, bin aus Österreich und ich liebe Make-up. Und ich habe jetzt noch meine komplette Liesl Cosmetics Sammlung für euch, die ich euch gern zeigen will. Und ich swatch euch dann die Schimmertöne. Ich glaube, die matten Töne sind jetzt nicht so spannend. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt doch bitte dran und viel Spaß bei meinem neuen Video. Vorab würde ich mich gleich einmal über ein Abo freuen. Das würde mich voll unterstützen. Wenn euch das interessiert, schaut mein Video durch. Und dann würde ich sagen, starten wir gleich einmal los. Und zwar, ich habe hier lauter zusammengestellte Paletten und ja, hier in dem Fall habe ich so eine lilane Schimmerpalette mir zusammengestellt und hier haben auch fast nur Schimmertöne drinnen. Ich werde mal schauen, ob ich die Namen, ich habe zwar nicht überall Namen drauf, aber auf viele Sachen habe ich Namen drauf. So ein dunkles Lila habe ich gleich einmal keinen Farbnamen drauf. Aber das ist eine dunkle Base und mit Lila, genau. So, der nächste Ton heißt Singularity. Das ist so ein krasser Duochrom mit Lila und ich glaube auch ein Shift zu Blau. Das ist eher ein Topperton, wie ihr seht, ne? Aber schaut auch mega, mega schön aus. Der nächste Schimmerton ist Descant. Das ist, glaube ich, nur ein normaler lilaner Schimmerton. Genau. Das ist aber auch sehr, sehr strahlend auf alle Fälle. Gut. Dann haben wir so ein Iridescent, würde ich sagen. Der heißt Arsenic. Der geht so ins Rosa rein. Schaut weiß aus, aber geht ins Rosa. Der ist so mit einem Iridescent Shift und diese Shifts liebe ich, ja. Sind tolle Toppertöne. So, der nächste Ton heißt Twilight. Und der ist auch sehr strahlend. Ihr seht schon, wie strahlend der ist. Ist ein normaler Lila, aber krass halt, ne? Von der Pigmentierung richtig, richtig krass. So, jetzt geht's weiter. Entertainment heißt der Ton. Ich presse aber gleich alles wieder hier rein ins Fännchen, nicht, dass ich da Probleme kriege. Der ist toll, der ist so lila mit so einem Goldschiff drinnen. Ich glaube, das ist auch eher so ein Topperton, aber der schaut mega schön aus. Der nächste heißt Evenfall. Das ist so ein ganz ein dunkel burgundiges Lila. Wow, der ist mega, ne? Dunkle Base drunter. Dann habe ich eher so ein pinkiges Lila, Enigma. Ja, krass pigmentiert. Wirklich krass pigmentiert. Schaut so aus. So, dann haben wir noch, das ist mehr ein rosa, Flourish. Der ist aber... Der ist auch sehr krass. Also, wow, da schaut mir blau aus bei euch. So blau-lila. Orga-Shift. Also die Töne sind teilweise neu und teilweise auch schon älter. Aber die haben halt wirklich eine krasse Pigmentierung, Liesl, ne? Kann man nichts sagen. Dann habe ich noch so ein rosa, das heißt Pioneer. Okay. Auch Orga aus. Wie strahlend das ist, ne? So, und der letzte Ton, den swatche ich auch noch dazu. Das ist auch so ein
krasses Rosa auf alle Fälle. Heißt Heather. Das habe ich jetzt ganz unten geswatcht. Hier unten. Also. Das ist auch ein Duochrom, weil der shimmert, shiftet auch so ins Blau, würde ich sagen. Genau. So, dann haben wir die erste Palette schon mal durch. Und dann können wir schon mal zur nächsten gehen. Da habe ich so eine Wasser-zusammengestellte. Und das ist, da habe ich eine grüne Color Story gemacht. Da kann ich euch jetzt allerdings nicht die Farbnummern sagen, weil sonst müsste ich alle extra rausnehmen. Und das ist, obwohl hier hinten könnte ich mit dem Dings reinfahren. Genau. Okay. Also der erste Ton ist ein eher mintigerer Ton. Der heißt Sigil. Und der schaut so aus. Sehr strahlend auf alle Fälle. Dann haben wir einen grasgrünen Ton. Fertex heißt der. Schaut so aus. Das ist aber nur ein normaler Schimmerton. Der heißt Retrograde und das ist auf alle Fälle ein Duochrom mit einer braunen Base und einem grünen Shift. Der schaut sehr, sehr schön aus. Und okay, da ist keine Farbbezeichnung drauf. Ist aber ein bisschen ein gemutetes, grungigeres Grün. Aber mega schön. Gut. Wir haben in einer Reihe 4. Dann fangen wir gleich wieder von vorne an. Da haben wir ein ganz ein dunkles Grün. Der heißt Fauna. Ja, der ist wirklich dunkel. So eine dunkle Base und ein ganz ein dunkles Grün. Dann haben wir Clover. Das ist so ein Blaugrün. Schaut richtig heftig aus. Wirklich heftig. Hyperspace ist die nächste Farbe. Wow, die ist schön. Das ist so ein Mint kann man ja gar nicht sagen, aber so Mint, aber komplett strahlend. Also, das ist ein heftiger Ton. Irgendwie sage ich das fast eh bei jedem Ton, ne? Aber die Töne sind einfach urgut. Jetzt haben wir Biomi. Das ist wieder ein brauner Ton, aber auch mit einem Shift drinnen. Leichten grünen Shift, würde ich sagen. So, den matten Ton lasse ich jetzt einmal aus.
Und dann gehen wir in dieses dunklere Grün Nebula. Das ist wirklich ein sattes, dunkles Grün. Mega. Einfach nur mega. Dann haben wir einen matt, nicht der matten, einen schimmernden, mintigen Ton, der heißt Mirage. Krass, wirklich krass. Und dann haben wir noch einen dunklen grünen Ton. Der hat keinen Namen. Okay. Dann nicht. Aber das ist eher so Smaragdgrün oder so. Richtig heftig. Richtig heftig. So, nächste Palette ist so eine kleine holographische Palette. Und da habe ich nur zwei Töne drinnen. Das swatche ich euch nur den grauen Ton. So schaut der aus. Auch sehr, sehr schön. Ich schaue nur schnell, ob ich da einen Farbnamen herkriege. Ja, Rocket Fuel heißt die Farbe. So, und die nächste Palette ist wieder eine schwarze. Und das sind die Töne. Also mehr in diese orange Richtung und helle. Also so weiße Töne haben wir auch. So, fangen wir mal an. Bei dem ersten Ton habe ich gleich mal keinen Namen. Der ist so orange. Ein schöner Metalton. Schimmerton in Orange. Aber jetzt nicht irgendwie außergewöhnlich. Der nächste ist Backdraft. Das ist auch wieder ein Orange, aber ein bisschen mehr ins Rot oder Koralle, beziehungsweise. Aber ist auch nur ein normaler. Kein Duochrom, würde ich sagen. Der nächste Ton heißt Incarnate. Das ist so ein Roségold, würde ich es betiteln. Der ist mega schön. Ein mega schöner Ton. Und dann haben wir noch Idol. Das ist ein weißer Iridescent-Ton. Beziehungsweise. Oh ja, Iridescent, ja. Der Shift ist. Schwer zu sagen. Ich würde sagen, nur in Silbrige. Ich weiß nicht. Ist krass wie der Spiegel, ne? Ist echt heftig pigmentiert. So, nächste Reihe. Haben wir wieder, das ist ein krasser Orangeton. Das ist wirklich ein krasser, krasser Oranger. Der heißt Redshift und ja. Der Name ist Programm. Und der Sparkle, das ist heftigst. Rot-orange, würde ich sagen. Nächster Ton ist Solitary. Das ist so ein Rot-orange. Aber krass. Also, das ist zwar nur ein normaler, aber der ist so sparkly und so strahlend einfach. Der nächste Ton ist Spectrum. Das ist auch so eher. Wow, heftig. Heftig. Eher so ins Pinkige. Rot-Pink. Man kann das gar nicht beschreiben, wie heftig das strahlt. Das ist so, so schön. Und der letzte Ton von dieser Reihe ist wieder so ein weiß Iridescent Ceres. Ich glaube, der hat ein Shift, ja, ein Shift zu rosa auf alle Fälle. Wow. Das ist ein Topper, aber was für ein Topper. Oh.
Ich vergesse immer, wie mega diese Farben und Pigmentierung von Lidl ist, wirklich. Aber ich kann auch nicht alle Paletten gleichzeitig verwenden, das geht nicht. Aber ich sollte mal wieder von Lidl mehr benutzen, weil das ist wirklich, wirklich, wirklich schön. So, nächste Reihe haben wir wieder ein schönes Orange. Wow. Ich sag nur wow. Der heißt Andromeda. Und das ist eher ein helleres Orange, aber sowas von sparkly, das glaubt ihr gar nicht. Das ist heftigst. So, dann habe ich noch Proxima. Das ist wieder ein Duochrome, würde ich sagen. So Gold und Orange, aber ein bisschen gemuteter. Bisschen zumindest. Das ist auch eher ein Topper. Dann habe ich noch einen Mattenton, aber ich habe noch einen weißen. Astral heißt der. Das ist ein Iridescent zu rosa wieder. Das schaut so ähnlich aus wie dem, was wir vorher gehabt haben. Sehr schön. Genau, so, jetzt hätten wir die Palette fertig. So, nächste Palette, die vorletzte, ist diese hier. Und das ist eher ein blaues Spektrum. Genau. So, der erste Ton heißt Aurora. Das ist ein blauer Metallton, also so ein blauer Schimmerton einfach. Bei der nächsten Farbe habe ich keine Bezeichnung, das ist ein dunkelblau. Achso, ich wollte euch ja meine Swatch zeigen. Schaut so aus. Dann haben wir Hydrosphäre. Das ist ein heftiger Schimmerton auf alle Fälle. Der wirklich, der schimmert so krass, ihr seht es auch. Ja. Aber ich glaube, es ist kein Duochrom, aber es ist ein richtig orgasparkliger Ton. Dann habe ich noch Afterglow. Das ist wieder so ein Iridescent. Das ist so ein Semimatter, genau. Das ist so ein hellblauer. Ist aber auch sehr, sehr strahlend auf alle Fälle. Dann geht's in die nächste Reihe. Da haben wir ein hellblau Blazing Star. Und der ist krass, ne? Der schaut wirklich schön aus. So strahlend. So, noch einen anderen blauen Ton. Supernova, der geht schon ins Lila, ne? Ich glaube, das ist sogar lila. Ja, das ist ein lila. Aber schaut, sie schaut mega schön aus. Aber bei euch schaut es eher blau aus, glaube ich. Ich glaube, das ist ein Duochrom. Dann haben wir noch einen blauen Blitzblau. Ich glaube, der geht auch ins Grün. Der heißt Talisman. Dann habe ich noch diesen blau-gold gesprenkelten. Der heißt Dizzy Thunder. Das ist nur ein normaler Schimmer. Genau. So, dann haben wir so einen dunkelgrünen Schimmer.
Der heißt Ether. Der ist richtig dunkel. Wow. Heftig, wie dunkel der ist, ne? Dann haben wir noch so einen grünen, der heißt Volant. Also braun. Der ist braun. Der shiftet aber ins Grün. Ja, ist ein Duochrom. Dann haben wir so ein Gelb-Gold, der heißt Infinity. Wow, der ist krass. Der ist richtig, richtig krass. Das ist so ein richtig schönes Gelb. Aber das ist ein Duochrom. Das schimmert auch ins Grün. Genau, und der letzte Ton ist nur ein Schwarz. Den swatche ich nicht mehr. So. Genau, die Palette auch fertig. Und jetzt haben wir noch die letzte Palette. Und zwar ist es eher dieses neutrale Farbspektrum. Und da habe ich auch noch ein paar Schimmertöne zum Swatchen. Beim ersten habe ich gleich einmal keine Farbnummer. Das ist wieder so ein Rosé-Champagner-Ton. Der strahlt aber auch sehr, sehr schön. Dann habe ich einen Orangenton. Der heißt Mantis. Ja, der ist auch sehr schön. Der schaut so aus. Dann haben wir so ein Braungold. Da gibt es auch keine Bezeichnung. Ja, so ein Bronze ist es eher. Ein Bronze. Genau. So, wie viel haben wir jetzt noch? Eins, zwei, drei, vier. Ja, passt. Dann machen wir das jetzt einmal aus und machen wir noch eine Reihe. So, da haben wir ein Silber. Overdrive heißt die Farbe. Ja. Das ist auch eine sehr tolle Farbe. Silber mag ich generell gerne. Dann haben wir noch so ein Blau. Ah, warum sage ich Blau? Es ist ja Gold, Gelbgold. Ethology. Das ist auch so gelb. Gelbgrün fast schon so. Das ist wirklich schön. So, dann haben wir aber noch einen gelben Ton. Der heißt Flutter. Krass, der ist noch strahlender. Der ist so gelb. Gelbgold. Den würde ich als Gelbgold bezeichnen. So, und den letzten Schimmerton ist ein Oranger. Das ist aber nur ein normaler Schimmer. Echo heißt der. Und der schaut so aus. Auch gut pigmentiert, aber nur ein Schimmer. Bin schon am Überlegen, ob ich die normalen Schimmertöne dann einmal rausschmeiß. Aber man könnte ja die Schimmer und dann noch so ein Top oder Duochrom drüber machen. Genau. Ja, das war jetzt einmal mein Little Cosmetics Video von den ganzen Duochroms und Schimmertöne. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Ich hoffe, ihr lasst meinen Daumen nach oben da, ein nettes Kommentar und ein Like. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!